für Nüsse. Mit Dirk und Klaus. Willkommen im Jahr 2019, das Jahr, in dem Blade Runner spielt. Das Jahr des Hundes. Noch nicht, es war noch nicht chinesisch Neujahr. Achso, wann ist das? Februar? Ja, du sagst. Irgendwann im Februar. Hier auf der Wolke A7 ist jeden Tag Neujahr. Februar. Willkommen zu Für Nüsse, dem Podcast mit Dirk und Klaus. Hast du es nicht eben gerade gesagt, vor 10 Sekunden? Oder liefen wir noch nicht? Echt nicht? Oder doch? Echt nicht? Da, da, da. Wer kann das schon so genau sagen? Muss ich jetzt auch nochmal meinen Dong machen? Nee, da gingen wir mitten rein in das Dong. Nein. Ein bisschen rein. Nimm nochmal die andere Creme. Welche andere Creme? Die ich dir vorhin gegeben habe. Ja, ich brauche jetzt erstmal die Intensivcreme. Die ist in meiner Jackentasche. Wie soll ich denn jetzt an meine Jackentasche? Meine Güte. Kommst du an meine Jackentasche? Nee. Ja. Krass, du hast deinen Schrank ausgeräubert und trotzdem sieht der immer noch randvoll aus. Ja, es sind ein paar mehr leere Seiten. Die CDs sind halt unten. Unten sind die Müll-CDs, die wegkommen. Die Müll-CDs? Die Momox nicht mehr haben wollte. Ah, was ist mit den Was-ist-was-Büchern? Was ist was? Was ist was in Intimherpes? Wer ist wer? Kennst du nicht die Was-ist-was-Bücher? Ja, sicher kenne ich die Was-ist-was. Sicher? Ja, sicher. Was meinst du, was ich in der Schulbibliothek gelesen habe, von der Karl-Schurz-Grundschule? Ach, du hast das mit dem Kollegen, den ich dir geschenkt habe, gemacht, das Foto, ne? Du meinst das mit dem, was? Das Marshmallow-Man-Foto? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, weil das halt so von der Dimension so gut aussah. Also. Ach so, ja, na, einfach ein bisschen untersichtig, das geht schon. Ja. Dann, oh Gott, ist das warm. Wer heizt denn hier schon wieder? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Heizungsrohre warm sind. Das ganze Podcast-Studio fällt auseinander. Wie ist es? Super, wir haben ja alle Weihnachten überlebt. Ja, oder ihr ja auch, wenn ihr das hört. Oder es läuft auch eurer Beerdigung. Hast du? Auch eine Option. Wir möchten jetzt in Stillen nochmal an Piep denken. Mit 40, 45, 50, eine Stunde für Nüsse. Und alle, Alter, wirklich. Ich bin nur wegen des Kuchens hier. Dann stehe ich auf und sag was, aber bitte nicht für Nüsse. Hast du viel gegessen? Das ist, wir nähern uns dem Thema. Ach Gott, wie sieht ein richtig gutes Frühstück bei mir aus? Du bist ja der Kreative, der die Fragen immer ein bisschen abwandelt. Ich habe gar nicht so viel gegessen. Heute oder generell? Generell. Musst mir essen. Heute habe ich nur Cornflakes gegessen heute Morgen. Cornflakes? Du isst doch immer Müsli, Schlabber. Müsli mit Wasser. Das hat ja nie jemand behauptet. Im Stehen. Im Schuh anziehen. Du bräuchtest eigentlich so eine große Hamstertränke. Ja. Weißt du, wo die dann immer dran rumnuckeln, entweder Müsli oder Wasser kriegen. Ja. Und das bräuchtest du dann auf dir. Mit Schleim. Du setzt dich ja nicht beim Schuh anziehen, ne? Du beugst dich ja nach vorne. Manchmal setze ich mich auch dann wie ein Kind direkt mit ausgestreckten Beinen auf dem Boden. Du brauchst so einen Napf auf Kniehöhe, dass du entweder beugst du dich oder du sitzt und kannst dann halt beim Schuh anziehen morgens dann schon. Jetzt feilt er sich. Erst cremt er sich, dann feilt er sich. Ist meine Maniküre-Stunde hier. Aber jetzt mal ganz ehrlich, deine Hände sind jetzt irgendwie feucht von dieser komischen Intensivcreme. Ja, ich feile ja die Fingernägel, nicht die Fingernägel. Ja, du hast beim Einschmieren nicht die Fingernägel ausgespart. Wie schmierst du denn die? Was? Ne, du berührst doch aus Versehen alles. Das heißt, das Nagelbett vorne, die Fingernägel, alles. Fingernägel nehmen doch keine Feuchtigkeit auf. Ja, deswegen, ja genau. Und dann liegt ja jetzt der Schlabber oben drauf, den du dir jetzt mit deiner Feile näher schmierst. Ja, ich sehe das doch. Das halte ich physikalisch alleine für extrem fragwürdig. Na, aber versuch dir mal die Hände einzucremen, ohne deine Nägel zu berühren. Das macht ja keiner. Ich creme doch die Fingerspitzen nicht ein. Deswegen habe ich da ständig Hornbrüche. Wie die Fingerkuppen werden immer ausgelassen bei dir. Deswegen bricht mir da ständig die Hornhaut. Wir sind hier super Stimmung. Wir haben alles geändert, merkt man, ne? Vom ganzen Konzept. Wir sind im neuen Studio. Oh, haben wir eigentlich hört Konzept? Man auch in der Akustik, begraben? In der Statistik, wollte ich gerade sagen. Oh Gott, ich höre dir gar nicht mehr zu. Jetzt erzähl. Mach das eigentlich. Weihnachten ist ja, wie hast du denn viel gegessen? Ja. Tschüss. Du hast auch dicke Socken, dann kann man, dass dir warm ist. Ja, das sind die guten Falke-Socken, um mal Werbung zu machen. Andere Optionen sind verfügbar. Aber es liegt daran, dass auch da links und rechts drauf steht. Das ist auch immer ein Vorteil für mich. Ja,
Auf meiner Hose sollte auch Hose draufstehen. Kannst du mal runterschauen auf die Socken, dann weißt du, wo links und wo rechts ist. Wenn du die Socken morgens richtig rum angezogen hast. So, und meine transparenten Sneaker anhabe. Das wäre doch eine super Idee. Transparente Sneaker. Ja, weil der Trend immer mehr zur Stylo-Socke geht. Ja. Und die Sneaker sind dann immer so ein Nebenprodukt, dass man echt sagt von wegen, Alter, wir müssen die Dinger zeigen. Ja. Und im Winter ist immer blöd. Ja, im Sommer kannst du halt Sandalen über die Socken anziehen. Aber es gibt ja schon diese transparenten Gummistiefel. Boah, weißt du halt noch damals, als wir in der Schauspielschule diesen Gummistiefel-Trend mitmachen mussten? Also nicht wir aktiv, aber passiv. Was? Alle Mädels haben plötzlich Gummistiefel getragen. Das weiß ich nicht mehr. Und auch Frau Knappe und sowas. Ja, habt ihr auch die tollen Gummistiefel? Finde ich total doll, voll süß. War das ein sehr verregneter Sommer? Du meinst aber nicht Crocs? Nein, och, Alter, Gummistiefel. Ja, ne, Crocs sind ja wohl die Sommervariante von Gummistiefeln. Also keine, Crocs sind die futuristische Variante von Birkenstock. Ja. Wie können wir es ähnlich ergonomisch bauen, aber nicht so umweltbewusst? Attraktiver. Ja, aus irgendwas Belastendem, was so zehntausende Jahre überdauert. Das ist mal Haltbarkeit von einem Produkt, das hält 10.000 Jahre. Meist brechen dann oben die... diese komischen Laschen also ab bei den Crocs. Und du hast Fruchtfliegen, Alter. Was ist das denn für eine Jahreszeit? Hier ist eine Fruchtfliege. Ja, oder eine Mikrofonfliege. Ich weiß ja nicht, wie das hier heißt. Haben wir uns jetzt gerade irgendwie nur 10 Minuten aufgeregt? Wahrscheinlich reden wir gerade nicht noch 5. Nicht mal 10 Minuten. Das wird hier eine lange Veranstaltung. Du kriegst eine Hate-Mail nach der anderen. Hate-Mail. Ach, Dirk, du bist ja mehr so eine Naschkatze. Ne? Klaus ja weniger. Aber es gibt ja trotzdem so richtig geile Süßigkeiten. Und ich dachte, auch für Klaus? Auch für Klaus. Staub, oder was? Für Klaus. Staub! Ich schreibe irgendwas mit Curry. Wir reden mal über die geilsten Süßigkeiten. Hättest du eine Frage dazu? Oder was soll sind ich denn? Unsere Lieblingssüßigkeiten? Naja, ich muss können danach... Können Sie Ihre Antwort als Frage formulieren? Ich muss danach irgendwas aus dem Arsch ziehen und dann heißt es wieder, das hat er gar nicht gesagt. Fake News. Oder ich muss das dann so einfügen, dass deine Stimme wieder verstellt und sagen, ich bin jetzt mal Klaus. Ja, was sind unsere Lieblingssüßigkeiten? Ja, das hast du jetzt Frage. Schon gesagt. Ja, ich wollte es nochmal separat, dass dann nicht ein anderer Ton, dann kannst du es besser rausschneiden und in die nächste Folge schneiden. Ja, es gibt auch immer, also Süßigkeiten ist ja zu jeder Situation. Also zum Beispiel, wenn wir hier so einen Scotch genießen in der Runde, dann finde ich irgendwie Schokolade ganz geil. Ich finde dann manchmal, so klassisch dunkle Schokolade? Ja, also ich bin jetzt, also ich weiß nicht, ob meine Zähne schon so aufgeweicht sind, aber so eine klassische Vollmilch. Das finde ich ja irgendwie schwierig. Das Schlimmste ist nur Vollmilch, ohne was drin. Ja, ja. Das finde ich halt irgendwie so. Oh. Was ich gerne mag, ist dunkle Schokolade, ganz traurig mit Nuss. Also nichts Kreatives und bitte nicht, was halt in den 90ern total in war, Rumnuss, Rumtraubenuss. Traubenuss, aber nur Traubenuss ist schon ganz schön geil. Hast du ja immer noch Traube. Ja, und Traube ist die tote Variante von einer Weintraube. Dieser alte, die alte ausgelaugte Socke in der Schokolade. So ein Fruchtkick. Oh, ich finde Dörr-Obst so zum Abgewöhnen. Das hat für mich immer so ein, ich mache die Brigitte-Diät, ich esse Dörr-Obst-Charakter. Schön geschwefelt. Obwohl ich ganz gerne mal, das ist ja ein Widerspruch in sich, ganz gerne mal getrocknete Ananasfutter. Boah. Die wir richtig, auf der du so zäh rumkaust, wie auf einem Mao-Arm oder Fritt, was wochenlang im Schrank ist. Wow, ist Fritt ein Kau! Gott, ich wurde nur mit Werbeblöcken großgezogen. Aaron, du schaust jetzt Viertelstunde Fernsehen und dann holen wir dich wieder 20 Minuten aus der Kiste. Ja, ich bin ja, was Schokolade angeht, eher so weiße Schokolade. Bäh, weiße Schokolade ist doch keine Schokolade. Eben, eigentlich ist es gar keine Schokolade. Was ist denn die Basis? Es ist einfach nur Zucker und Fett oder Butter, glaube ich. Ja, es ist mehr oder weniger so eine Fettglasur. Was ich richtig eklig finde, als diese ganzen Schoko-Varianten, also Schokoladen-Varianten in den 90ern aufkamen, White Crunchy, wo da dieses... Die habe ich gegessen wie Brot. Von Emmy, von dieser Schweizer Marke. Emmy?
Emmy heißen die, glaube ich. Achso, ich hatte jetzt Rittersport White Crunchy im Kopf. Nee, es gab es von so einer speziellen Marke mit dem Schweizer Wappenkreuz drauf. Ah, wie heißt denn dieses Dreieck? Ist das Schweiz auch? Toblerone. Die finde ich auch immer, irgendwie finde ich die lustig und gleichzeitig finde ich sie so... Die ist halt super, wenn man sich den Mund damit zerschneidet. Genau, so ja. Mein Gaumen fühlt sich zu gut an, Toblerone. Ich habe es ja eher an den Wangen. Mein Onkel hat damals immer gerne so eine mitgebracht vom Flughafen, ja, diese klassische Unterarmlänge. Klassische Flughafenschokolade. So dick wie so eine Kinderfaust und dann bist du ja nicht so klug und beißt dir mal die Spitze ab, sondern du brichst dir halt so einen spitzen Dreiecksklotz ab und den stopfst du dir in den Mund und und kaust, als wenn du so diese Blockschokolade zum Kuchenbacken nutzt. Ist auch Toblerone, ist auch irgendwie merkwürdig, ist so verklebt. Genau, es gibt diese weißen Krümel, die dann wie so karamellartig irgendwie knautschen. Ich hätte gesagt, die sind so wie diese so Puffs, die du morgens ins Müsli packst. Ja, aber die lösen sich ja mit Speichel nicht, also die werden ja nicht sofort klein, sondern die haben ja so eine, wie dieses... Wie heißt das, türkische Nougat oder was? Dieses weiße. Ja. Und so ein bisschen ist das. Gibt es auch in Dunkel und Weiß inzwischen Toblerone? Ja. Schmutz. Also nicht Toblerone, sondern Weiß. Weiß schon ganz gut. Schokokrossi hast du wahrscheinlich auch gefeiert, als die Dinger weiß rauskamen, oder? Ja. Also Schokokrossi fand ich halt auch geil. Klassische Schokokrossi, was ja nichts weiter war als Frossis mit Schokoladenüberzug. Die aber auch, dass die immer diese Was hast du zuerst genommen gestern bei diese Mini-Beutel. Bandersnatch? Hast du Frosties genommen oder Fruit Loops? Oder wie Frosties. Andere? Ich auch. Sugar Puffs waren die anderen. Ja, Sugar Puffs. Genau. Aber Sugar Puffs gab es, glaube ich, hier nie in Deutschland, oder? Also ich denke mal so Varianten, aber der Name ist nicht genau. Genau. Ja. Aber Frosties ist ja so ein klassischer Kellogg's. Ja. Oder? Eine gehört zu Kellogg's, Frosties, also einfach eine Kellogg's-Sorte. Ja, genau. Das klassischen, die ersten waren Cornflakes mit dem Hahn oder Huhn. Ja. Hahn, ne? Hahn, rot-grün ist der? Hätte ich jetzt gesagt, rot-grün-weiß? Grünes oder so? Gesicht und rot der Kamm und die Hodensäcke unterm Kinn. Aber war nicht irgendwas weiß? Naja. Der Körper? Das war ja, glaube ich, irgendwie eins der ersten großen werbepsychologischen Maßnahmen in den 50ern, als Kellogg's diese große. Gesagt hat, Frühstück ist so wichtig? Nee, hatten wir in der 12. in Soziologie? Nee, Psychologie? Ich glaube, Psychologie. Ja, klar, ergibt Sinn. Dass die halt das Ende, das Apostroph, also das Hälfte des Apostrophs haben sie abgeschnitten und das S schon gar nicht mehr gezeigt. Und die Plakate, ganz normal wie immer, bloß das Kellogg's. Und die Leute sind krass drauf abgegangen und von wegen geschrieben und reagiert und die habt doch was vergessen. So. Die waren halt in aller Munde und nur wegen diesen kleinen bewussten Fehler. Voll gut. Ich meine übrigens, die sind tatsächlich auch dafür verantwortlich, dass wir Frühstück als wichtigste Mahlzeit des Tages empfinden. Weil ist der Spruch oder was? Ja, die haben auch so eine riesen Werbekampagne geschaltet und auch mit so, was halt so andere Unternehmen auch gerne machen, so Institute dafür anwerben, die dann halt irgendwelche Studien so ganz leicht manipulieren oder nur so selektiv die Daten daraus ziehen. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja Studien brauchst ja gar nicht manipulieren, du nimmst halt einfach nur irgendwelche Daten raus und dann hast du halt genau das, was du willst. Eine davon ist übrigens auch, dass man am Tag 3 Liter trinken soll, wenn man gar nichts macht. Wenn man gar nichts macht? Ja. Woher kommt das? Von irgendwelchen Getränkeherstellern, die haben das mit in Studien. So, ich glaube, die Studie war irgendwie groß gesponsert von Gatorade. Das habe ich auch von Adam Ruins Everything. Aber mittlerweile ist doch irgendwie reduziert, da sagt man doch irgendwie reines Getränk, 1,5 Liter. Ja. Und mit der ganzen Nahrung und sonst was. Also genau. Es geht ja genau, um 3 Liter aber das Flüssigkeit heißt, und nicht um 3 Liter Trinken. Immer und zwing dich dazu zu trinken. Also, ja. Spül deine Mineralien raus. Übrigens, schön, Coca-Cola hat den, wie heißt denn dieser dieser Werbeflautenpreis. Wo du Leuten immer einen Preis für die schlechteste Werbung verleihst. Ach, diese Frucht, ne? Goldene Windbeutel. Echt? Ich hätte jetzt gesagt, irgendwie Himbeere. Nee, das ist für die schlechtesten Filme. Goldene Windbeutel bekommen für ein Mineralwasser, was von aus Aqua? Eis ist und dann verdampft wird und dann bis das, ach, das verdampfte Wasser kondensiert. Und das soll wohl gesünder sein, dafür haben sie den goldenen Windbeutel bekommen. Coca-Cola meint halt so, naja, aber die Leute kaufen das halt wie bescheuert. Ja. Also, und sie lügen ja nicht bei der Herstellung. Also, ja, vielleicht, sie sagen halt so, ja, der Geschmack, und wie auch immer, und reden das den Leuten ein, aber sie lügen, sie erfinden nicht, dass das irgendwie aus der Antarktis ist oder so ein Blödsinn, sondern sagen halt einfach ganz offen den Prozess. Ja. Und das ist halt entsprechend deutlich teurer als normales Wasser. Ja, und das soll laut Werbekampagne gesünder sein. Mhm. Ich weiß, damals auch so ein Schock war, als dieses Bon Aqua ist eigentlich nur Leitungswasser. Also ja, das ist wieder ein Soda-Stream. So, Leitungswasser, Kohlensäure rein und dann
verkaufen. Na gut, weil mehr oder weniger jedes Wasser ist ja irgendwo dann Leitungswasser, wenn es aus den Quellen kommt. Naja, dann ist es eventuell, also, ja. Also wenn du halt in der Nähe der Quelle wohnst, wenn du ja zur gleichen Quelle lustigerweise, ich weiß nicht, ob ich, also ich habe es dir bei Lidl schon mal gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, dass das Leitungswasser in Deutschland ja jetzt der, was ja immer gesagt wird, mhm, und auch auf der Seite von Wasserwerken Berlins, das meistkontrollierteste Lebensmittel Deutschlands, mhm, ist und dass es halt stärker kontrolliert wird als das Wasser, was wir im Supermarkt kaufen, ja, können. Was ich halt auf jeden Fall schon mal erlebt habe, als ich mir dummerweise mal so ein ganz günstiges italienisches Jahrwasser gekauft habe und gedacht, Alter, das Poolwasser mit Chlor, ja, angenehmer. Die schmecken manchmal. Ah. Ja, also ich trinke das Leitungswasser ja auch ganz gerne. Ich trinke halt sonst lieber mit Kohlensäure. Ja. Aber ansonsten, wenn ich stilles Wasser trinke, dann immer Leitungswasser. Ja. Außer ich habe die Flasche irgendwie vergessen und muss. Ich kann mittlerweile auch irgendwie Kohlensäure gar nicht, also jetzt wassermäßig so Durst, das finde ich immer relativ schnell Schmerz und da geht dann, da passiert nichts. Das kriege ich nicht so richtig runter. Wo hängen wir gerade fest? Toblerone und darüber. Nee, ich kam über Weihnachten drauf, weil ich zu Weihnachten meine große Weihnachten. Ich bin voll weit zurück. Fand ich bei Wassersorten? Getränke? Achso, da, genug trinken, Kellogg's, ja, Frosties. Ah ja, genau. Ja, ich würde also, ja genau, und das Frühstücksding, dieses Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendbrot wie ein Bettler, das wurde ja auch in der Sesamstraße schon gepredigt, das hat mir Ernie in so einem Sketch, ist das ja nicht, in so einer, also er hat es verkleidet vorgespielt, der Ernie. Ja. Der homosexuelle Ernie, was vor... Ja, letztes Jahr kam das ja raus. Raus, ne? Kam, hey, hey. Ja. Riesen, ich jetzt gar nicht schlimm finde. Ja. Nee. Eigentlich ist es auch komplett Latte. Ja. So. Ist halt ein bisschen schade, dass es halt so diesen lustigen, für Erwachsene diesen lustigen Nimbus genommen hat. Ja, dass man. Aber ja. 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 Na, ich wollte sagen, ich bin über Weihnachten auf das Thema Süßigkeiten gekommen, weil ich habe ja wirklich eine Weihnachtssüßigkeit, für die ich sterben und töten würde. Staubtrockene Nüsse. Der Baumkuchen. Aber nur der aus Charlottenburg von der Bäckerei, die macht das da hart. Das ist morbid, aber verwaltungstechnisch Mitte. Morbid ist wahrscheinlich. Ach, so richtig guter Baumkuchen, das ist so gut. Ich hatte, krasser Scheiß, meine Mama backt ja irgendwie immer so ganz aufwendige, nicht Plätzchen, sondern echt schon... Platze. Kleine Zauberdinger. Und unter anderem hat sie dieses Jahr, ich dachte, das wäre ein Domino-Würfel, da hat sie Baumkuchenwürfel gemacht. Ah. Hat sie quasi ein Baumkuchen wird dann ganz aufwendig da halt gebastelt und dann werden halt die einzelnen kleinen Schichten dann in Würfelgröße ausgeschnitten und die dann wieder kurz in Schokolade getunkt. Das hat sie dann irgendwann mir erklärt, als ich mir die so reingedrückt habe wie Smacks. Sie meint, weißt schon, das ist ganz schön aufwendig, so ein Ding zu machen. Ne? So, war das kein Baumkuchen? Nee. Das ist ein bisschen mehr gewesen. Und da dachte ich, scheiße. Nee, ich finde schon, das hat ja auch dieses geile, weil der eben komplett schokoliert ist. Dieses gutes Wort, haben wir gelernt letztes Jahr. Wort des Jahres, 2018. Unser Wort, ja. Wenn du mit dem Messer reinfährst, dieses geile Geräusch, wenn die Schokoladenschicht drauf bricht. Also Schokolade ist auch geiler als, es gibt noch den noch mit so einer Fettglasur. Die ist weniger geil. Also klassisch dunkle oder vollmilch Schokolade. Ich finde es beim Beißen halt auch einfach geil, dieser Widerstand zwischen den einzelnen Schichten. So ein bisschen Vignetta-Eis auf Teigbasis. Ja. Das ist ja auch das einzige Prinzip. Vignetta-Eis ist jetzt ja nicht von dem, oh, ganz große Qualität. Das ist auch so winzig. Ja. Das ist immer so winzig. In der Werbung sieht das halt immer aus wie so eine halbe Tiefgarage. Ja, wie ein Brot. Wie ein richtiges, so ein richtiges Kastenbrot. Es gab es sonntags bei Oma. Und dann hast du halt eine Scheibe gekriegt, die war schmaler als ein kleiner Finger. Und wenn das halt alles aufgeteilt war und das noch was übrig da, dann gab es noch ein Scheibchen. Aber dann hast du dich auch gefreut. Und dann halt auch einfach nur diese Fettglasur-Schokolade, die echt von der Schokolade so weit entfernt ist. Aber das ist bei Eis ja immer so, auch beim Magnum ist das ja nur Fettglasur. Was? Beim Magnum ist das auch nur Fettglasur. Ja, aber ist der Knaller. Magnum ist auch schon gut. Das ist auch als das rauskam, ich meine, jetzt gibt es ja 1000 Varianten und Nachmachen, hast du nicht gesehen, aber als das rauskam und du dachtest, meine Güte, das ist nur ein Block Eis mit ganz viel Schokolade. Wie kreativ. Weil die halt einfach nur gedacht haben, ja, stopft da einfach so einen Klotz rein. Das ist ja dicht drin an diesen, diese Waffeldinger. Unten Waffel, oben Vanilleschokolade mit Schokoglasur. Weiß ich nicht, die haben bestimmt auch so einen klassischen Domino. Da heißt nicht, Domino. Ja, also es gibt, glaube ich, eine Firma, die Domino das nennt, aber
Ja, also ich. Ja, oder diese Pückler-Variante, Schoko, Vanille und Erdbeer. Ja. Erdbeer isst man relativ schnell weg, weil das war immer so eine. Oh. Nee, für mich ist Schokolade. Ich hasse Schokoladeneis. Aber Erdbeer findest du geil? Ja. Wir sind so auf einer Welle. Du bist doch neulich. Hast du nicht letztes oder vorletztes Jahr einen Bum-Bum dir geholt? Vielleicht. Aber Bum-Bum ist, glaube ich, auch einfach nur so eine Kindheitserinnerung, weil da hat ja nichts irgendwas mit was Gesundem oder, okay, Schokolade oder Eis wahrscheinlich generell nicht. Ja, aber das ist halt diese, Natürliche. Genau, diese Glasur, die ja schon irgendwie so eine Fett. Chemisch rot. Genau, und ja. die hat auch gar nichts mit einer Frucht zu tun. Du hast ja nicht gedacht, oh, das ist voll dicht an. Himbeere. Gar nicht, Johannisbeere. Gar nicht. Nee. Das ist immer dieses, was dann. Das schmeckt rot. Genau, und da drin hast du dann halt irgendwie diesen Schlumpf, der durch einen Reiswolf gedrückt wurde. Es ist irgendwie blau, glaube ich, oder? Oh mein Gott, es sieht schon wie Steuernachzahlung. Was ist denn da los? Ey, kannst du das mal laut machen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Was ihr nicht hört, Klaus kriegt ja alle drei Sekunden irgendwie eine Mail mit dem Stöhngeräusch. Das stimmt so nicht. Und wir hören das, ihr hört das aber auch nicht. Dirk denkt sich das auch. Genau. Genauso wie, dass er Silvester nicht in Kneipen rumhängt. Da haben wir ganz viele Anrufe gekriegt. Ganz viele Anrufe. Unsere Nüsschen-Hotline, die hat durchgeklingelt. Ja. Ja. Das ist schon wieder alles vergessen. Mein Hundehirn. Wo war ich denn gerade? Können zurückspulen. Ja, sind so lustig, ey. Magnum. Nichts hat was mit. Was fummelt er ja schon? Was hast du denn da? Nichts gibt es. Beim Bum-Bum hat nichts irgendwas mit natürlichen. Die nächste Creme. Ja, naja, komm hier. Ich komm hier. Schwere Geschütze. Jetzt wird der Ellbogen schon fast wieder freigemacht, weil er so staubtrockene Ellbogen hat. Der klettert ja so wirklich, viel. Wirklich trockene Ellbogen. Oh, dann leg dich doch abends in so eine Wanne mit dem Fett rein. Das zieht zu schnell ein. Du darfst keine Luft rankommen lassen. Du musst jetzt sofort Folie in deine Hände. Nee, jetzt musst du diese Einweg-Handschuhe rüberziehen. Und zutapen. Ja. Dann nennen wir dich nur Glitchy. Immer wenn jemand die Hand gibt. Glitchy, der Glitch-Junge. Der Glitch-Junge. Die beste Backpfeife habe ich von Glitchy damals bekommen. Klingt wie so ein trauriger osteuropäischer Comic. Glitchy, der Glitch-Junge. Du kannst dauerhaft den Flutschfinger machen. Ein Flutschi ins Ohr. Ach, Glitchy, du das bist das. Das war nie es. So mein Eis. Flutschfinger. Ach so, ich dachte, Spuckefinger im Ohr. Ja, das hat was, aber ja. Letztens gesehen, irgendwie so ein Making-of irgendwas, GZSZ, da waren zwei und eine wollte eine coole Aktion machen, wollte den Flutschfinger machen, steckt den Finger seinen Kollegen ins Ohr und steckt ihn dann in den Mund. Da habe ich gedacht, Kollege, erstmal mega eklig, zweitens Reihenfolge verwechselt. Was? Dieser Wo Flutschi- war das? Making-of von GZSZ, irgendeiner Szene, bla bla bla. Was? Da hat ein Schauspieler, dem anderen Kollegen wollte feuchten Finger. Ja, feuchter Fuzzi heißt das. Den Ablauf ja, ne? habe ich schon nicht verstanden. Flutschi. Den Ablauf davon habe ich schon verstanden. Ich habe nur, warum und wie? Als Gag auflockern. Ja, weil die alle Gag, mega steif immer da ein bisschen so. Und dann wollte er halt einfach nur so. Und dann macht er dann so und dann, als sein Finger im Mund hat, war dann aber, also vier dann Augenpaar. Die Eisenbahn angesagt. Alle Augen waren so aufgerissen, so von wegen: Was hast du gemacht? Schnitt. Nice. Vielleicht ist das seine Lieblingssüßigkeit, um da mal so den Kurve zu kriegen. Was hältst du denn von Weingummi? Da gibt es ja auch die Geister, die sich da. Englischen Weingummi. Genau. Der, in den du reinbeißt und es alles und das hängen bleibt. Und es zieht die Plomben raus. So muss es sein. Heißt Plomben? Heißt es nicht Plomben? Ja, in weil du eben die Plomben gesagt hast. Ja, verplombt. Ich dachte verblombt. Okay. Wir werden es nie erfahren. Ja. Hattest du mal, wie heißt das, Amalgam? Nee, hatte ich mal. Und da gab es die Quality Street. Kennst du das? Das waren so verschiedene Karamellbonbons, die sind in so einer rot-violetten Dose mal gewesen. Da gab es so ganz lange, klein gedrückte Kugelrund mit Füllung, ohne Füllung, so ein Zeug. Die hatte meine, was war das damals? Stiefoma? Ja. Und die habe ich gern gefuttert, bloß da hast du dann gemerkt, ob du noch Füllung hast oder nicht. Und dann gab es halt so ein ganz langes Ding, es war hartes
hartes Karamell und du musstest richtig böse drauf rumkauen, bis es erst zäh wurde, aber die ganze Zeit war es mörderklebrig. Und da hast du dann echt, also da hast du dir erstmal die Füllung rausgezogen und wenn du dann noch so am Übergang warst zwischen den ersten und zweiten Zähnen, dann war auch mal, alles wack, das ist klein. Einfach Quality Street rein. Ja, und da war noch, also Karamell halt, ne? Das ist ja dann einfach nur Zucker karamellisiert, ein bisschen Sahne rein und dann, das ist ja alles, was das ist. Das ist auch hier in, wie heißen die, Storkriesen? Stork-Schokoladenriesen. Ich kau gerade noch. Ja. Hast du früher immer, früher hieß es Werthers Original? Mhm. Nee, früher hieß es Werthers Echte. Und jetzt heißt es Werthers Original. Werthers Original, ja. Und die, ich habe ja, oder die meisten haben früher gesagt, es heißt Werthers das Echte. Ja. Das blieb mir verborgen, dass Leute das gedacht haben. Ja. Weil früher hieß Twix mal Raider. Ja, das haben wir mal mitgemacht. Was für ein Aufstand. Da war eine SMS auch dunkelgrau auf grün oder so. Ich glaube, es war noch davor, oder? Ja, wahrscheinlich. Vom Mobiltelefon. Ich weiß noch, da gab es so irgendeinen RTL-Samstag-Nacht-Sketch dazu. Zu Mobiltelefon oder zu Reich, zu Raider und Twix. Achso, ja, bestimmt mörderlustig. Ja, wie alle RTL-Samstag-Nacht-Sketche, vor allem wenn man die jetzt schaut. Ich bin mir sicher, die sind alle sehr gut gealtert. Ja, Mirko Nonchef, total lustig. Hans Meiser, wie er bei den Nachrichten auf dem Xylophon spielt. Ja gut, der Schapapapa, der ist ja Weltstar. Darf ich sie mal an die Beke titten? Kentucky schreit Ficken. Ja, das hat Stefan Jürgens richtig geliebt, weil also seine Tochter, die war damals bei uns auf der Schauspielschule und die hat erzählt, das fand er mal total anstrengend, wenn du dann, also zu seiner Hochzeit, konnte der nirgendwo rumlaufen, wo immer nur dieser Spruch gerufen wurde. Oh Gott, ja. Und er musste immer umdrehen. Danke, vielen Dank fürs Einschalten. Lustig, ja. Und dafür war ich auf der Volkwang, danke. Ja. Wenn ihr vorstellt, halt von wegen, wenn du am Tag dann halt das 40. Mal hörst, von wegen, darf ich sie mal an die Wege titten? Und derjenige gegenüber reagiert pissig, wenn ich denkst, ach so, weil ich das immer in der Sendung, Mensch. Sondern du denkst, ja, okay, danke. So, und geht halt einfach weiter. Der hat auch öfter mal so irgendwie, ja, Agro, sonst was, aber da muss halt durch. Ja. Mit was für Blödscheiß wir irgendwann mal, hä? Schreien sie dir hinterher, creme dich mal ein, los, creme dich mal ein. Bitte, meine Haut ist schon ganz geschmeidig. Aufgequollen. Du bist wie so ein Gummibärchen, so 3 Tage in Kohlensäurewasser. Kohlensäure-Mineralwasser. Kennst du es nicht? Damals in den 90ern wurde, wenn du dieses Gummibärchen in Mineralwasser legst, dann wird es doppelt so groß wie vorher. Das ist wenig beeindruckend. Aber dann hat man das gemacht. Diese Gummitiere, die man täglich gießen sollte und die sollten dann riesig werden? Nee. Ist das sowas aus dem Yps-Heft? So von wegen Mozartkrebs? Das gab es bestimmt auch mal im Yps-Heft. Aber es ist eigentlich nur so. Ist ein ganz komisches. Ich kenne nur diese. Nee, du kaufst das. Ich habe Peitschen-Bewegung gemacht. Ja. Bei Spielemax oder Toys R Us? Spielemax! Kommen Sie zu Spielemax! So ein kleines Gummitier und da machst du Wasser drauf. Ich hätte gerne nur ein kleines Gummitier. Und dann wächst das bis auf das, ich glaube, 50-fache, so eine ganz skurrile Größe war angegeben. Und das sollte halt so ein poröses Riesentier werden. Und das hat nie geklappt. Wer ist das, Klaus? Mein Cousin? So um 2 oder 3 Zentimeter gewachsen. Dann hat es nicht so ein mega Krokodil. Ich hatte ein Krokodil, das weiß ich noch genau. Ich war so enttäuscht als Kind. Ich war so enttäuscht. Das ist das, was jetzt bei dir in der Badewanne liegt, oder? Ja. Deswegen brauchst du so viel Duschgel. Nee, ich habe die Toilette runtergespült. Das ist jetzt wahrscheinlich maximal in meinem ersten. Tiefer geht das nicht. Dann verjüngt sich das Rohr so sehr, dass da alles hängen bleibt. Ja, die Rohre sind ganz groß. Klassische Konstruktionsweise von Abflussrohren, die sich da unten in zur Kanalisation verjüngen. Und dann ganz zum Schluss. Wie so ein Trichter aufgebaut sein. Und das Ende ist dann wie so ein kleiner Abfluss im Waschbecken. Aber mit Sieb oben drauf. Und im ersten fängt sich so alles. Jeden Tag ist ein Klempner. Geh sie schon mal durch. Was ist diesmal? Ach, hören sie auf. Ah, ja. Hört hier mal die Verpackung runter. Berliner Bauweise. Ja, ist alles so. Ja. Du hast doch jetzt ganz viele Oblaten geholt zur Weihnachtszeit. Die schokolierten. Ja. Aber gerne ohne. Es gibt ja die eine Seite Schokolade und die Unterseite dann Zuckergussscheiß oder so. Ja.
einfach nur Esspapier drauf und die Oberseite Schokolade. Das ist super. So ist, weiß ich, ob es das Original ist. Nee, das Original ist ja, glaube ich, nur der Lebkuchen und eine Seite Schokolade und die andere Seite einfach nur Lebkuchen kuchen lassen in Ruhe sein. Ich dachte, das Original wäre Esspapier, also halt so eine klassische Oblate. Ach so, weil das so ein Christding ist. Ja, Lebkuchen drauf. Und dann gab es die doch immer in drei Varianten. Lebkuchen, Zuckerguss und Schokolade. Koks, also. Ja. Koks ist zu Ostern. Ach so. Ach, ich bin auch dummer Christ. Schon deiner Zeit voraus. Ja. Nee, die fand ich ja auch immer ganz geil. Aber also die Original. Hab ich jetzt, ja. Ich glaube Nürnberger Dinger. Ja, genau. Also die sind ja auch richtig gehaltvoll. Da hast du ja auch richtig viel Nuss. Da ist der Teig ja auch irgendwie zur Hälfte, ist es irgendwie gemahlene Nüsse oder sowas. Das ist schon ganz geil. Noch so Mandelprinten. Ja. Das ist ja auch so Mandeln. Mit Nüssen kriegst du mich irgendwie. Schon ganz geil. Was ich gemerkt habe, wovon mir sehr schnell schlecht wird, ist Macadamianüsse. Also gesalzene Macadamianüsse, wenn ich da so 3-4 Mal hintereinander esse, dann denke ich, aber ich finde, es schmeckt so ein bisschen wie Brathähnchen. Und dann so konzentriert und dann ist relativ schnell Schluss. Ich weiß nicht, vielleicht müsste ich die mal mit Schokolade essen. Weißt du noch, damals habe ich das gegessen, es kam glaube ich auch in den 90ern Schokolade raus. Schokolade und Macadamia ist gar nicht so eine geile Mischung. Es gibt ja Schokolade mit Macadamianuss. Das ist aber halt ist schwierig. So geil. Nee, ist halt nicht geil. Oder ich finde es nicht geil. Ja. Obwohl es halt arschteuer auch noch ist. Ne? Ja, also ich meine, es gibt ja auch wenig Sachen wie Schokolade-Walnuss. Warum nicht? Es gibt, glaube ich, einfach Nüsse, die sich dafür nicht so eignen. Echt? Aber ich dachte gerade, weil Walnuss so ein bisschen bitter ist, dass man das gut kombi. Es gibt ja auch Walnuss in Eis. In Vanilleeis finde ich das zum Beispiel total geil. Walnuss generell pur finde ich nicht so. Ja? Walnuss ist ja die einzige Nuss, mit der du und Wasser überleben könntest. Mineralien, Proteine, Kohlenhydrate, Fett, alles drin. Also wirst du jetzt wahrscheinlich nicht. Bisschen Mangelerscheinung hier und da, Fingernägel raus, aber. Kannst dir einen schönen Hut basteln aus den Schalen. So. Wenn du auf deiner einsamen Walnussinsel bist. Here comes the Walnuss. Kuckuck, tschu. Da ist übrigens alles voller Staub und da ist ein Staubsauger. Ja, ich weiß, das wollte ich noch machen, und hast du geklingelt. Wie hast du den erstmal auf einen. Du musst dir so ein. Musst dir nein, so das, ist, so das, Roomba ist holen. Das ist unterm Sofa, wo ich halt nicht ständig Staubsauge. Ah, du bist prinzipiell für Roomba. Das so, der Roomba kommt hier nicht über die Türschwelle. Ach, den und ich baue, flach. Ich werde dem Roomba keine Behindertenrampe bauen. Du brauchst ja nichts bauen. So weit kommt's noch. Du musst ja nur deine Fuß, deine Schuhe, deine Schwellen hier irgendwie schleifen. 5 Zentimeter. So einfach. Und dann kann er rüber. Eventuell leih dir ein bisschen Moltefüll und dann machst du so eine ganz lange Rampe. Ich habe eben gesagt, ich baue dem keine Behindertenrampe. Wir müssen sie ja nicht bis Behindertenrampe. Der Roomba wir können einer, sie Action-Rampe mit einer Drohne kommt, die ihn immer anhebt und in den nächsten Raum transportiert. Geil. Wie so ein Truppentransport bei Command & Conquer. Und was macht die Drohne zwischendurch? Pause. Das ist die Spinnweben in der Ecke. Ja, das wäre auch keine schlechte Idee. Das wäre so ein Roomba für die Decke. Und unten noch so ein anderer. Jetzt hast du mich. Da brauche ich noch einen für die Wände, der streicht. Oh, scheiße. Ich glaube, wir haben gerade eine Mörderidee einfach so rausgehauen. Ja. Ich wette, Roomba und Co., die bauen gerade echt so ein. Also wir kennen euch ja alle, persönlich, die ihr hier zuhört. Wenn einer von euch Milliardär wird mit kennst du die Idee. Nummer 10, die jetzt dazugekommen ist? Ich nenne sie jetzt Nummer 10. Aileen, Lina, Aileen, Lun. Also du hast doch, oder kennst du. Was? Bella Luna, please. YouTube, Mann. Ja. Was ist? Und da ist eine Dame dazugekommen und die, die ist jetzt bestimmt gerade am Spitzeln. Aha, hier. Ja. Wir haben deine Augen auf dich. Freundchen, so nicht. Ja. So nicht. Du war. Genau du! Ja. Genau du! Ja. Schreib nicht mit. Fliegender Roomba. Nicht mit. Die Frage ist, hat er so ein Saugsystem wie ein Roomba am Boden, dass er halt einfach auch so eine komischen, wie heißt das, so eine komischen Kreiselschrubbenbürsten, so eine Bürsten hat? Das heißt, der ist die ganze Zeit direkt an der Decke und hat quasi auch die vom. Die Bürsten sind am Rotor. Ja, ich dachte ja eigentlich, der Rotor ist unten und hebt den so hoch. Aber er braucht ja 4 Rotoren, um stabil zu fliegen. Naja, aber muss er stabil fliegen, wenn er die Decke die ganze Zeit berührt? Also ein Rotor reicht nicht, weil ansonsten bräuchte dann zumindest wie ein Helikopter einen Heckrotor. Ansonsten dreht der Roomba sich nämlich mit dem Rotor. Ja, das ist ja, wenn er erstmal aufsteigt, scheißegal. Nee. Wieso? Der steigt nicht auf mit nur einem Rotor. Ach so, weil sich alles dreht? Ja. Okay, ja.
Also wie gesagt, er braucht einen Heckrotor, der dagegen hält. Oder er hat vier Rotoren wie ein Quadrocopter. Oder er hat einen Anker am Boden. Ja, dann dreht er sich trotz, löst das Problem nicht. Nein, einen starren Anker. Ein Teleskoparm mit Haken. Warum geben wir dann dem Roomba am Boden nicht einfach den Teleskoparm? Wie aufwendig. Und dann kann er selber mit dem Stabhochsprung über die Tür schwellen. Ja, da hast du ja aber immer Stress. Bist du gerade im Gegensatz zu dieser stresslosen Situation, wenn ein Roomba am Boden lang fliegt und der nächste bei dir durch die Wohnung fliegt. Wieso fliegt denn ein Roomba am Boden lang? Das ist ja viel zu laut. Hast du Echo angemacht? Was machst du denn jetzt? Wie immer kurz aussetzt. Diese kleinen Schlaganfallmomente von Klaus. Was ist denn los? Klaus. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen. Es wurden Rückkopplungen festgestellt. Was heißt denn das? Und weiß ich auch nicht. Es war meine Imitation eines fliegenden Roombas. Noch die Batterien da aus deinem Gerät. Ja. Naja. Jetzt hast du die ganze Stimmung versaut. Ja. Ja. Ich nicht, die Technik. Wir ich müssen nicht. Doch, die Technik muss doch auch, das ist doch auch wichtig. Ich würde meinen Roomba Nummer 5 nennen. Ja. Verstehen Sie? Ja. Nummer 5 lebt. Boah, wird der dich nerven. Das ist auch der Roomba, der redet. Na, Klaus? Erzähl mir was. Alter, in der klassischen Nummer 5 lebt Stimme. Hey, ich bin Nummer 5, ich lebe. Wieder zusammenbauen. Vater, gib mir Beine. Oh, geil, ein Roomba mit Bein. Hast du euch mal dieses Bild gesehen, wie groß die Mars Rover eigentlich sind? Nee, so groß wie deine Palette hier wahrscheinlich. Nee, wie ein SUV. Was? Ja. Wieso das denn? Die sind ja, damit die auf dem Mars fahren können. Ich dachte und? Nämlich auch immer, die wären so groß wie die Palette hier oder also Standardmaß einer Europalette. So dünne ist und nee, aber der muss ja über unwegiges Terrain kommen. Ja, aber wenn er so eine Kugel ist, dann kann er doch einfach plumpsen und dann steht er wieder auf. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, weiß ich aber für dich mit, mein Freund. Der hat halt riesige Reifen, so ein Mars Rover, so wo ist denn die Unity cool, ne? Und so. Finde ich mega gut, ja. Dafür, dass die SUVs immer größer sind oder werden. Ja, nee, das ist völlig zu Recht auch. Du brauchst ja in der Stadt was immer Größeres. Ja, ja. Also die Dinger hast ja Klaus noch, aber für so einen Mars Rover würde er langsam anfangen, irgendwie mal da Führerschein zu machen. Da würde ich sogar für arbeiten, ja. Ich fahre Brötchen aus meinem Mars Rover. Also auf dem Mars kommt das super an. Jetzt zeigt ihr mir Bilder vom Mars Rover. Habt ihr doch nichts von. Doch. Ja, Riesending. Ne? Sieht aus wie so eine Mischung. Und jetzt stecke ich meinen Penis wieder ein. Oh Mann, ey. Wir kommen auf der Wolke A7. Hier im neuen Saunastudio. Das ist das Geräusch des das ist der neue, Aufgusses. Der neue Skittles-Aufguss. Magst du Skittles? Ja. Ich glaube, Randy hat sie so gegessen wie du, Kellogg's Cornflakes. Mhm. Skittles mit Cola zum Frühstück in der Schüssel. Das ist doch so ein Kaubonbon länglich, wie so ein kleiner Finger. Und die Masse ist ein bisschen wie Mao Am. Länglich? Wie M&M's. So nee, ungefähr, die sind oder? Ja nicht rund. Skittles sind ja mehr so eine Stäbchen. Nee. Skittles sind eine Stäbchen. Ja, schau doch rauf. Und deinem. Wie sehen Skittles aus? Skittles. What's a Skittle? Verwechsel ich die gerade mit. Zäpfchen. Au. Hat's geknackt. Habt ihr das gehört? Voll geknackt im Nacken. Ja, jetzt kriege ich gleich ein Bild. Jetzt malt er noch Skittles. Scheiße, echt? Scheiße, ey. Scheiße, ey. Die sehen halt aus wie das uneheliche Kind von M&M's so und Smarties. Diese eklige Werbung, wo dieser jamaikanische Typ an einer... Oh, die ist an einer Giraffe leckt. Genau, und dann so, ja. Die gerade melkt und dann... Denkst du, oh, irgendwas Gott, ist echt nicht in Ordnung mit der Werbung. Du solltest keine Skittles essen. Aber auf jeden Fall fand die Randy geil. Aber was hab ich denn gerade im Kopf? Es gibt so eine längliche, ja, die sind, so Stäbchen, die sind die halt im auch Haribo-Mix so drin, im Colorado-Mix. Ja, aber die hatte ich nur diese Dinger. Kannst du in die Nase stecken, wenn du willst. Ja. Hast du früher auch alles in die Nase gesteckt? Nee. Nein. Timo hat mal so ganz böse Fotos von mir gemacht, wie ich mir, was war das? Timo, sag schnell.
Litschi-Kerne in die Nase gesteckt habe. Was? Litschi-Kerne? Ja. Wo sollst du sonst reinstecken? Das ist jetzt bei Ellie. Mülleimer? Das sind Kerne. Also Litschis kann was sind auch eine ganz komische Frucht. Echt, finde ich ja ganz geil. Ich finde die auch ganz geil, aber halt so, du hast so eine harte Schale, die du abmachst und hast du so einen Glibber drunter. Wann hast du erstmal das gegessen? Wie ein Oktopusauge. Oder wo? Um die Jahrtausendwende muss das gewesen sein. Also zu Hause, aus dem Supermarkt. Echt? Die meisten, die ich kenne, haben das erstmal beim Chinesen als Nachspeise gegessen. Aber du warst wahrscheinlich nie beim Chinesen. Beim was? Ja, die finde ich, eigentlich haben wir so viele. Bist du denn eher der Süßigkeiten-Typ von selbst hergestellten Süßigkeiten oder von gekauften? Also man hat ja zeitweise Sachen mal nachgemacht. Zum Beispiel haben wir damals den Spaß gemacht, uns... Thunfischjauche, die beste Süßigkeit von allen. Wir haben oben Marzipan-Deko raufgemacht. Die ging auch weg. Was wollte ich denn jetzt sagen? Crunchy Nuts? Was waren Crunchy Nuts? Ah, das war ja auch so ein Honig Kellogg's Frühstücksdings. Okay. Nee, was haben wir vorhin? Chris Cross, du Mäcke. Nein, wie hießen diese Dinger? Mit Schokocrossis. Schokocrossis, die haben wir mal nachgemacht zu Hause. Also halt einfach Schokolade geschmolzen und die dann auf Kellogg's gegossen. Ja. So. Das ist nicht so cool. Ja, das ist... Hast du nicht mal den Block Schokolade gegessen? Ich habe dich dafür bezahlt. Das war andersrum. Ich habe dir gesagt, ich kaufe dir die Block-Schokolade, auch wirklich von Block, wenn du sie isst. Du hast einmal reingebissen und dir wurde schlecht und du hast die 40 Cent weggeworfen. Ich habe die 40, nee, ich habe kein Geld weggeworfen. Naja, weggeworfen für Schokolade, die du nicht isst. Ja, aber das war auch ganz schlimm. Ich wusste gar nicht. Wer hätte das gedacht, dass man Kuvertüre nicht einfach so essen kann? Es sah aus wie normale Schokolade. Da war so Kristallscheiße. Also ich habe das Gefühl, dass in der Kuvertüre waren noch extra große Zuckerkristalle drin. Wenn ich daran denke, kriege ich Zahnschmerzen. Ich kann mir das richtig vorstellen, wenn es so eine richtig plackartige Konsistenz hat. Kennst du das, wenn du so ein Zuckerschub kriegst, die ohne Ende Süßigkeiten reinpumpst und zwischendurch immer Wasser trinkst, weil du schon das Gefühl hast, die Zähne halten das auf jeden Fall nicht aus. Ja, ich bin... Hier, Dr. Ranjit hat auch bei Vorherzeit wohl gemeint, wir werden alle in Zucker sterben, weil das so ein relativ zuckerreicher Abend war. Die zwei Zuckerhüte, die wir gegessen haben, durch vier. Na, und die Kekse von Brownie, die waren auch... Ja. Die bestanden ja eigentlich, Basis war glaube ich Zucker und Butter. Ich habe ja die nächsten Tage noch diese ganzen schwedischen Haferkekse gegessen, die ihr mir einfach hättet wegnehmen sollen. Stimmt. Und dann war noch, stimmt. Und die sind ja industriell, da ist ja die Basis auch irgendwie Palmfett und Zucker. Oh, oder so. Ja, aber da Haferflocken auch ein paar drin. Diese Haferflockenkekse, das ist, die sind wirklich, ich bin ja nicht so ein Süßigkeiten-Fan. Nein. Aber es gibt so ein paar, die so eine richtige Schwäche in mir auslösen. Das Haferflockenzeug gehört dazu. Das ist wieder wunderbar für einen Kiffer. Zu Weihnachten. Ja. Obwohl der wunderbar, als ich ihn damals das erste Mal gegessen habe, fand ich schon geil. Aber du bist ja auch so ein Erdnussbutterfreund. Das stimmt. Ja. Und ich mag halt so eine Nussscheiße. Was ich ganz geil finde, ist, kennst du Nippon? Diese Reiswaffeln, die schokoliert sind. Diese Konsistenz ist ähnlich wie diese weißen Stückchen in, was wir vorhin hatten. In Toblerone, aber geiler. Ja, der Duft finde ich, der Duft ist auch geil. Ja, stimmt, weil die nach Kakaopulver riechen. Ja, die sind auch. Was ich auch gerne gegessen habe, Marshmallows, also so Schaumgummi, also da gibt es ja verschiedene Varianten. Da war ich nie so ein Fan von. Nee. Läuft das Wasser schon. Kennst du diese Dinger, die richtig eklig waren, auch in den 90ern, irgendwie so eine Weingummischeiße, wo du dann dir den Burger zusammenstellen konntest, in klein? Ja, von Trolli. Genau, ja, jetzt gibt es von Trolli, aber gibt es damals, gab es von allen möglichen, Trolli ist ja diese Zucker-Lidl-Firma irgendwie. Ne, Trolli ganz groß aus Fürth, weiß ich nur deswegen, weil das Fürther Fußballstadion Trolli-Arena heißt. Spielvereinigung Greuther Fürth. Wieder was gelernt. Ja, sehr gut. Nee, aber das war halt dann auch lustig, eklig. Was schwierig zu kombinieren ist Weingummi und Schokolade. Ich glaube, das haben sie irgendwann auch mal gelassen, so das zu probieren.
eine Zeit lang habe ich ganz viel von diesen anderen nicht, also nicht die Hario-Weingummis, sondern als die ganz groß rauskamen oder als sie ganz groß wurden, plötzlich mit einer riesen Marketingkampagne, Katjes. Weil das waren die ohne Gelatine. Diese Joghurt-Dinger? Ja, genau. Ja. Oh, die haben wir damals auch gefressen und erinnert. Die kann man aber auch einfach so wegsnacken. Ja, irgendwie gab es mal eine Werbung, wo irgendeine so Mädel, die zwischen die Füße, zwischen den Füßen hat. War das nicht Heidi Klum? Kann sein, ja. Warum macht man das? Seitdem ist es auch der offizielle Weingummi von Fußfetischisten. Mmh. Mit einer ordentlichen Hornwürze. Was richtig eklig ist, fällt mir gerade ein, die frische Stäbchen. Was? Das sind diese kleinen Schokostäbchen, wo in der Mitte halt irgendwie so Orangen- oder Zitronenwasser drin ist oder so. Generell, wie stehst du denn zu? Widerlich. Wo wir bei so Mischungen sind zu After Eight. After Eight mal, ja, hab mich als Kind aber gerne mal drüber. Genau. Und als Kind gerne mal den Gag gemacht, so sieben übereinander reingebissen und oh, geiler wieder. Oh, ist alles im Mund. Ist ja ekelhaft. Das ist, als wenn du dir mal schön Zahnpasta und Schokolade im Mund drückst. Ich hatte das mal. War ein bisschen heftig. In einem schwedischen Rezeptbuch aus den 50ern. Das hat mal eine Kommilitonin von mir gemacht und es ist mir so im Gedächtnis geblieben, das mache ich auch teilweise ganz gerne für Gäste. So eingelegte Birnenscheiben oder eingelegte Pfirsiche. Hast du noch nie für mich gemacht. Noch nie. Wir kennen uns 12 Jahre. Mache ich ganz gerne mal für Gäste. Am Arsch macht er das gerne mal für After Gäste. After Eight drauf. Und dann ein bisschen in den Ofen, dass das After Eight da drüber schmilzt. Eingelegte Birne in was denn? In Contro oder was? Die aus dem Glas. Also die aus dem Glas. Im eigenen Zuckersaft vor sich Wo hin. Wo sind eingelegt. Denn Birnen im Glas? Birnenhälften. Birnenhälften gibt es doch gar nicht mehr. Es gibt doch eingelegtes Obst. Das Lidl hat es auch manchmal. Die haben es nicht immer, deswegen sage ich, man kann auch Pfirsiche nehmen. Weil es eine saisonale Sache ist, eingelegtes Obst, ne? So Glas hält sich ja nicht über Winter. Ah, wir sind in den Glasbergen hier in Spanien. Da haben wir nur 2 Monate im Jahr Zeit. Jetzt aber schnell. Ich habe zu viele gute Männer auf dieser Expedition verloren. Beeilt euch! Bei Frost platzen die Gläser. Naja. In jedem Fall. Die sind nicht besonders gut, aber die sind halt so richtig so pervers, dass sie, die haben halt irgendwas. Diese, du beißt rein und die sind heiß, aber gleichzeitig hast du den kühlenden Effekt der Minze. Ich glaube, das dein, ist so dein die Gehirn hat's echt so, Birne-Helene-Richtung, oder? Die Nachspeise mit Birne, was ist das, Pudding oder Schoko? Das ist auch so ein großer Loriot-Gag im Papa and the Porters. Da streiten sie immer rum, was eine richtig, richtig gute Birne-Helene ist. Ich habe jetzt zu Weihnachten das erste Mal Weihnachten bei Hoppenstedt gesehen. Echt? Ich bin ja nicht mit Loriot groß geworden. Ach so, okay. Aber dann ist, glaube ich, schwierig, wenn du das überhaupt nicht kennst. Ich finde, das Lustige ist, so währenddessen war so, ja, okay, ist so haha lustig. Aber jetzt immer, wenn ich daran denke, ist das schon lustig. Also die Vertreter sind der Knaller. Ich fand ja den Opa eher gut. Ich will meine Platte hören! Aber hast du das Ganze gehört, wo er davor halt auch einkauft in dem Laden? Ja. Deswegen, wie halt ist denn das Kind? Nicht so. Ja, genau. Hat es denn einen Zipfel? Was für ein Laden ist denn das hier? Hoppenstedt, die heißen alle Hoppenstedt. Ja. Ja, Mensch. Hast du denen auch den Silvesterpunsch gegeben? Nee, ich habe weder Silvesterpunsch noch Dinner for One gesehen dieses Jahr. Hast du es gesehen? Ja. Ach. Dinner for One habe ich, glaube ich, 4-mal gesehen, durch Zufall. Dann gab es irgendwie so eine Kölsch-Variante. Die farbige Variante zeigen sie jetzt gar nicht mehr. Oder? Doch. Ja. Das war eine Zeit lang, war es immer der neueste Schrei. So haben wir es nachkoloriert. Jetzt ist es. Ja, es gibt ja halt dann irgendwie WDR, SWR, 3BR, also die ganzen Dritten, die zeigen halt, das Geile ist, allein irgendwie ein Sender zeigt es halt 3-mal. Mhm. Und wenn du dann halt einfach nur so durchgehst, durch alle durch, beziehungsweise dann halt, wie nennt man das, wenn man das am Rechner macht, da zappt man ja nicht. Oder zappt man ja eventuell auch, wenn man da so rumklickt. Ja, doch, habe ich gesehen. Alles brav gesehen. Ja. Was hältst du denn von, es gibt doch diese getrockneten Apfelscheiben mit einer leichten Schokoladeüberzug. Echt, nee. Das finde ich ja geil. Nee. Das ist total komisch, weil das ist ja auch Dörr-Obst. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie, das gab es halt auch, oder Anfang 90er so gehypt, diese getrockneten Rosinen in Schokolade, die habe ich damals gefressen ohne Ende. Und jetzt denke ich, Kaffeebohnen-Schokolade. Wie normale Kaffeebohnen? Ja.
Was soll denn der Scheiß? Oh, das ist so na, aber das kannst du ja selber machen. Ja, aber no. Also Espresso-Bohnen und Schokolade, das ist so geil. Das ist richtig geil. Das ist wirklich, oh, pervers. Gut, habe ich ewig nicht mehr. Das, es gab eine Zeit lang auch eine Magnum-Sonderedition, wo so Espresso-Bohnensplitter in der Glasur waren. Hm. Ja, oh. Waren das wirklich Espresso-Bohnen? Ja, oder war das halt irgendwie so? Halt also. Ja, Kaffee ist doch die. Hm? Ist doch die Gruppe. Also die Familie, ja, die. Naja, lass es halt irgendwelche normalen gerösteten Kaffeebohnen gewesen sein. Die waren ja nur wirklich nur in Splittern drin. Oder Zuckersplitter mit Kaffeearoma. Ja, nee, das waren schon die Bohnensplitter. Also die haben das habe ich rausgespeckt, ich nee, bin die Profi. Haben, die haben eine gewisse Konsistenz. Ja, ja, ja. Wie das Glas, was in Spanien jeden Monat rausgeholt wird. Nee, Lampe öfter mal gemacht, so Kaffeebohnen genascht. Mundraub. Wir haben doch keinen Kaffee verkauft. Ja, ja, ja. Du warst doch der Grund. Kaffee. Die waren für den, Sambuca da, als ob wir jemals eine Packung Kaffeebohnen für den Sambuca da aufgebraucht ist hätten. Ist der ein Kilo Kaffee am Abend? Löffelt der so weg? Und Klaus, wie lange arbeitest du schon hier? Durchfall. Zwei Tage. Aber ich bin hellwach. Hellwach. Weg, die Mäuse. Störmeldung wegen Rückkopplung. Ja, das, die sind schokoliert ganz geil. Was gibt's denn noch so Geiles? Was gibt's denn noch so Geiles? Wo auch so richtig sich bei uns die Geister scheiden. Was ist denn, auf dem Jahrmarkt gibt's doch immer Schokoobst. Kandierte Äpfel oder ein Schokoapfel, Schokobanane, Schokotrauben. Aha. Also was, wenn es nicht getrocknet ist, so eine Schokotraube, meist arschteuer, finde ich ganz geil. Schokoapfel auch arschteuer, finde ich auch geil. Da wäre ich noch dabei. Echt? So wie im Bananasplit, dem besten Eis, das die 90er hervorgebracht haben. Also Bananasplit ist ja so ein 50er-Jahre-Eis, hallo. Nein, ich hab's da kennengelernt, da kam's auch in dieser Zeit. Gib mir jetzt ein frisches Glas aus Spanien. Ja, erstmal Schluck Korn, damit er runterkommt. Was hältst du denn von Dickmanns? Habe ich, als ich zu Hause war, gefuttert und auch die Originalen. Mann, sind die dick, Mann. Da stand plötzlich eine Packung. Ich so, warum kaufst du denn die? Ich weiß nicht, ich dachte, die isst du. Falsch gedacht. Ich hätte nie dran gedacht. Ich habe mir jetzt in den Mund gesteckt und dachte, oh mein Gott. Und dann unten dieser komische. Die durchgeweichte Waffel? Genau. Ah. Aber du musst immer Waffel mit Schaum essen. Nur die Waffel ist, oder früher habe ich als Kind gerne gemacht, das Ding umgedreht, nur die Waffel abgebrochen und dachte, Schaum, nur Schaum. Ja. Mittlerweile gibt es ja diese Konsistenz als Aufstrich. In irgendwelchen American, bla bla bla. Ist so eine Mischung aus Marshmallow und Schaumaufstrich. So. Also, aus dem Feuerlöscher hoffe ich. Ich kriege Brot nicht runter, ich brauche irgendwas Ungesundes dazu. Was hältst du denn so von so einem dicken Löffel Nutella? Ich stehe immer nachts auf und dann hole ich mir so einen Löffel aus dem Kühlschrank und dann drücke ich mir so einen ganzen Eimer rein. Aus dem Kühlschrank vor allem. Ja, Nutella die beste Konsistenz bewahrt. Der Löffel ist kalt. Ah. Nutella liegt am Herd. Wo es am wärmsten ist, in der Küche am Herd. Ja. Der ist bei mir die ganze Zeit an. Nutella. Wenn ich mich an den Snickers? Geschmack erinnere. Klasse, Snickers? Echt nicht? Snickers, also von Snickers Crunch oder Snickers Cruncher oder wie die heißen. Ja, das ist aber, das sind Erdnüssen, ne? Und nicht mit, Snickers ist ja generell mehr Erdnüsse. Aber die sind eher nussig, so aber nussig, nussig porös in. Aber generell jetzt bei den klassischen Riegeln ist Milky Way doch, oder ist ja nur so eine weiche Zuckermasse. Ja, auch so ein Bounty mal. Bounty ist halt Kokosnuss und dann Snickers ist halt Erdnuss. Mars aber ist Karamell. Mars ist auch schwierig. Mars ist halt so weich. Du beißt rein in diesen massiven Riegel und erwartest das war Widerstand. Auch, aber auch 90er als Mars-Eis, Milky Way-Eis, als das ganze Ding als Eis kam. Hast du das noch mitgekriegt? Nee, ja, ja. Da war halt eigentlich immer nur die Toppings, der einzelne Riegel war dann halt oben nochmal auf dem Eis draufgeklatscht. Das war ja der Gag des Ganzen. Oh, kennst du, wie heißt denn diese Eiskonfekt? Ja. Nee, jetzt verwechsel ich das. Eiskonfekt war diese Schokoladendinger. Die du Alu, aus dem Kühlschrank isst. Ja. Ja, genau. Ist ja auch einfach nur eine ich Fettmasse. Fand die ja ganz schön geil. Aber wie heißen denn diese Würfel, die du immer im Kino gekriegt hast, im normalen Eiskonfekt. Kino? Eiskonfekt. Ach, die heißen auch Eiskonfekt? Ja. Yeah. Aber das waren so Würfel. Ja, es gab im Eiskonfekt war so ein klassisches Kinoding. Genau, das waren so eine kleine Eisportion mit Schokoladeüberzug. Ah, nee, das.
Und dann gab's ich halt weiß, was du meinst, ja, das ist aber auch so ein klassisches. Also ich meine, ja. Das Mein Eiskonfekt, das gab es auch mal im Kino, meine ich. Die beste Erfindung der 90er! Eis und Kino über Nachos. Haben die auf so einem alten Nacho-Grab ein Kino gebaut. Die Eis, also Eis generell finde ich immer ganz geil. Schwierig. Wenn mal, dann, so. Nee, dann im Eiskaffee. Also halt so mit diesem pulverigen, zuckrigen Eiskaffee. Aber nur Kugel Eis rein? Nur Milchspeiseeis. Ja. Aber schön halt, Zitroneneis im Kaffee rein. Nee, aber nicht nur Vanille. Tote also, Holländer. Halt, da, so also gerade so Nusssorten im Eiskaffee. Schon ganz schön geil. Oder Stracciatella mit so richtig dicken. Was ich gerne als Süßigkeit, könnte man das eigentlich auch schon fast bezeichnen, an der Küste trinke, ist die tote Tante. Was machst du denn jetzt? Weiß ich nicht, das Kabel läuft ja ganz komisch. Ja. Die tote Tante. Tote Tante ist ein Kakao, 4 Cl Rum und eine Haube Sahne obendrauf. Das ist die tote ich Tante. Ich bin ja nicht so ein Kakao-Fan. Ja, aber durch den Zucker und Fett schraubt sich der Rum so schnell in den Kopf. Jetzt sprichst du meine Sprache. Das ist halt so die... Also meinst du, wir machen noch Butter für die nächste Feuerzangenbowle? Das ist so die Abwandlung vom Pharisäer. Mhm. Dieser Zucker-Rum-Kaffee. Mhm. Ja. Und dann gibt es halt die Leute, die keinen Kaffee trinken, so wie meiner Wenigkeit. Mhm. Dann kriegen die tote Tante rein. Gedrückt. Mhm. Nee, ich bin ja, also ich, heiße Schokolade finde ich geht auch, Kakao geht echt nicht. Also machst du heiße Schokolade nur ganz ordentlich mit einem Würfel Schokolade. Genau. Nee, aber halt so Kakao, ich musste mich als Kind einmal so richtig davon übergeben. Ja gut, dann hast du es konditioniert. Ne? Ja, das hat nichts mit dem Geschmack zu tun. Ja. Ich mag auch Kakaopulver auf Sachen, finde ich in Ordnung. Aber halt so wenn ich an so einen lauwarmen Kakao denke, dann merke ich richtig, wie bei mir am Gaumen das Zucken anfängt. Das ist so wie bei mir mit Ingwer. Da muss ich dann halt den finde ich ja inzwischen ganz geil. Ich habe halt auch einfach damals von gereiert und dann ist es halt als auch Getränk durch. Oder auch beim Sushi? Ich habe das gegessen. Nee, ich meine, was kannst du beides nicht essen? Ja, okay. Ja. Naja, ich meine als Getränk, also meinst du jetzt Ginger Ale? Nee, auch heißer Ingwer. Mein Meister hat damals immer so ein Fläschchen Mineralwasser sich dann halt zum Training mitgenommen und hat dann 1000 Ingwerstückchen so reingeschnippelt und war total gesund, aber in der Pause, wenn wir kurz mal getrunken haben, hast du immer gesehen, wie die dann halt so grobe Stückchen so weggeschluckt hat. Und ich dachte immer, oh Gott, au, guck weg, merkst schon, wie dein Mund nass wird und die Augen so warm. Ich finde, heiß geht's ja, aber also, lass dir was anderes reden. So, ob du Badewasser trinkst. Ja, was haben wir denn noch so? Kennst du diese Mikado-Stäbchen? Ja. Die wie quasi wie Salzstangen, bloß ohne Salz, eine Seite schokoliert? Was für ein Wort. Ja, die sind auch gut, aber auch einfach wenig. Ja, du musst ja so eine richtige Handvoll davon nehmen. Ne, ich hatte aber eine Oma, die hat halt immer nur so genossen. Da gab es nie so eine Völlerei wie bei einer anderen Oma, wo dann von wegen Eis, alles rein. Da gab es dann halt immer nur so. Mhm. Und die hatte halt dann auch die oder diese Mint-Dragees. Ganz kleinen. Ich wollte gerade sagen, mit den Zuckerperlen drauf. Nee, ich meine also echt Mint-Dragees. Das heißt, die hatten so eine Ei komplett geschlossen. Okay. Eine Glasur, die war entweder war die rosa oder weiß. Und drinnen war nur Schokolade, aber die Glasur war halt immer so Minz. Ich kenne die noch mit Zuckerperlen oben drauf. Ja, das sind ja diese anderen Dinger, die halt einfach nur so. Ja, genau. Ganz viele, ja. Oben. Ja, die sind scheiße. Wie wir aber reden. Einfach nur so, ja, und dann. Und es ist nicht mehr so, als ob ihr große Gesten verpasst. Also, Dirk hat mir den Fingern gerieben und ich habe so eine Halbmondgeste mit der Hand gemacht. Das ist eine Halbmondgeste. Aua. Ja. Aber die fand ich halt ganz geil. Ja. Ja. Was ist denn mit ausländischen Süßigkeiten? Also wenn man mal woanders ist. Ausländische Süßigkeiten raus. Welche ich zu Weihnachten gekriegt habe, die sich jetzt mehr und mehr etabliert haben. Also hier habe ich die noch nicht so oft gesehen, aber in Hannover schon sehr oft. Sind so eine, die sind total verrückt. Sind ein bisschen aus wie große Oreos. Mhm. Bloß in der Mitte ist halt nicht diese weiße, was auch immer, Masse Creme, da ist. Genau. Creme. Bloß da ist in der Mitte so eine Marshmallow-Masse. Hm. Und das Ganze ist überzogen mit Schokolade. Und das ist eine türkische Süßigkeit. Und die habe ich in Hannover schon ziemlich oft gegessen.
Ich finde, Sachen aus dem Balkan und aus dem Orient sind mir oft zu süß. Ah, Baklava und ja, so was? Ja, ja, ja. Oh, wie lange habe ich einmal einen Eimer gegessen? Also ich meine, das war industriell. Also ich das denke, so malz ist ganz Sirup. Geil. Ja, dann jedes Mal, wenn ich es habe und reinbeiße, denke ich, oh nee, richtig, ich erinnere mich. Es ist halt einfach auch so gesüßt, dass du denkst, das kann man strecken. Aber Oreos tatsächlich. Die habe ich eine Zeit lang echt nicht essen können. Übrigens auch so ein Produkt, das zufällig vegan ist. Also halt die einfach nachher, die waren schon immer vegan. Mhm. Aber das war also halt, ist das keine Milchmasse oder nee, was? Nee, das ist, ich weiß auch nicht, was es ist, aber was auch immer es ist. Maximal chemisch wahrscheinlich. Ja. Das Geile ist, es klingt gleich gesund, ne? Vegan. Ja, genau. Und das ist halt, die haben halt nie Werbung damit gemacht, weil warum? Ich meine, vorher, das, ich meine, in den 90ern gab es das Wort vegan ja, glaube ich, noch nicht. Ja. Also noch nicht im Mainstream. Hast du vielleicht mal gesagt, naja, gut, die sind vegetarisch, keine Gelatine drin, nichts. Ja. Aber ich meine, dann Milky Way ist auch vegetarisch. Ja. Nee, die finde ich inzwischen auch in Ordnung. Also ich würde nicht bewusst zu Oreos greifen, wenn ich die Wahl hätte. Pickup aber ist sowas. Wo ich sagen muss, ja, das eher Butterkeks und diese Kakaomasse. Aber dieser feste Keks. Also ich habe ja am Anfang echt immer gemerkt, wie ich diese eine Seite vom Keks versucht habe abzubrechen. Weil im Endeffekt ist das die Fortführung von den geschichteten Butterkeks. Ja. Die klassischen Butterkekse gab es ja dann halt auch als einseitige Variante, also eine Seite Schokolade, und gab es auch die Variante mit Doppelkeks und in der Mitte Schokolade. Und das ist, ja der Pickup, bloß in groß und fest. Aber der ist auch von Leibniz, oder? Ja, ich glaube. Beisen, Leibniz, irgendwas. Ja, ja, oder Beisen, ja. Konrad, Wolf, ich weiß nicht. Hast du denn die Butterkeks gegessen? Nur echt mit 82,10? Ja, aber das war nie so. Wie heißen denn diese Dinger? Unten Teig, oben so Zitronenglibber und dann Schokolade drüber. Oh, genau da, Jaffa Cakes. Jaffa Cakes heißen die? Ich dachte, die Sunrise. Oh, okay. Ich glaube, die Lidl-Variante, eigentlich Jaffa Cakes sind, glaube ich, im Original. Orange übrigens, ganz klassisch. Ja, Orange oder richtig mies weiß-schwarz schokoliert oben und dann mit Kirsche drin. Richtig geil. Echt? Nicht gut, aber richtig geil. Nee. Ah, diese Orangen-Glibber ist schon. Aber wie heißen diese Puffreis, Sunrise oder sowas, diese Puffreis aneinander, also auch in so Würfeln? Mhm. Also, das ist halt so Puffreis, Schoko, so, Du meinst nicht einfach nur die Puffreiswaffeln oben in Schokolade, wie die Balsenkekse? Nee, komplett Eimer Schoko. Ja. Und das sind diese gepressten Puffreiswürfel. Nippon! Da haben wir doch schon drüber geredet. Nee, ehrlich? Ja. Nippon sind doch diese großen, oder nicht? Diese Dreiecke. Nee. Nein, Nippon sind die Puffreis-Dinger, die Würfel. Ach so. Die da habe ich vorhin was anderes gemeint. Es gibt doch diese, die sehen aus wie so eine, wie so ein gezogene, heißt das, nicht Raute. Parallelogramm. Na, ich meine, also wenn du hier das, wie so ein. Oh. Dirk hält die Hände gerade wie Merkel. Wie heißen die denn, Aaron? Ich weiß nicht. Also du hast ja dieses gezogene Viereck, sag ich jetzt mal. Und die sind teilweise so groß gewesen. Und das war so eine weiße, feste, zähe Masse, die so ziehen. Die konntest nicht abbrechen, sondern so ziehen. Und wenn die richtig kalt war, konntest du ja zu brechen. Da bitte mal Zuhörerzuschriften, wenn jemand weiß, was das ist. Ach, das kennst du auch. Nee. Das kennt ihr auch. Timo kennt das auf jeden Fall. Das war immer in Alu eingewickelt. Und dann in der Mitte war wie so ein Stern. Das war so grün oder blau oder rot. Was denn? Was packt ihr jetzt ja an den Kopf? Ich mal mir gerade die seltsamste Süßigkeit der Welt aus. Wie heißt denn das? Ich dachte vorhin, das meinst du, weil die Konsistenz von den Weißen ist so ein bisschen wie das Weiße in Toblerone, was ich vorhin meinte. Dieses Ich meinte Nippon. Ich dachte, das meinst du, dieses Puffreisartige, das so ein bisschen pufft, was Toblerone ja auch macht. Geil. Ja, Nippon ist gut, wie heißt denn der Scheiß? Das meine ich auch mal. Die gab es halt auch in klein. Und du hast halt ewig drauf rumgekaut auf dieser Zuckermasse. Scheiße. Egal. Warst du immer so ein Lutscher-Typ, so Chupa Chups? Oh, ja, Chupa Chups, als sie in waren, ja. Ja, war ja auch 90er, kam die auch so krass raus. In den frühen 2000ern gab es im Magnet, im alten Magnet, immer Partys, wo Lutscher verteilt wurden. Und dann wurde weniger geraucht oder was? Ja, tatsächlich. Du hattest auch als Nichtraucher, hattest du halt irgendwas, mit dem du immer so die coolen Gesten eines Rauchers machen konntest.
den Lutscher das irgendwie am noch, C ausdrücken oder so. Das waren noch so. Zeiten, als das Magnet cool war. Schwer vorstellbar. Ja, wir sind doch schon über die 1-Stunden-Marke hinweg gehinkt. Scheiße, haben wir noch nicht drauf, abschließende Süßigkeiten? Oder kommst du drauf? Nee, ich was, komm ich glaube, so über alles, was ich gerne esse, haben wir eigentlich auch schon geredet. Ansonsten, was ich habe noch, wie stehst du zu Spekulatius? Wenn ich damit anfange, dann ist es schlimm. Dann geht es richtig los. Wie? Ich habe Spekulatius hier. Ich hasse Spekulatius. Geil finde ich die mittlerweile, wenn die an der Luft ein bisschen ausgetrocknet sind, weil dann sind die so dehnbar. Das kann ich dir nicht anbieten, aber du kannst gerne ein Loch in die Packung stechen. Einen Stollen hätte ich auch noch günstig abzugeben. Orangeat oder was weiß ich, irgendeinen Stollen halt. Nein, aber da ist halt dieser komische Glipperzucker, das ist Orangeat und dann noch was mit. Ich hasse Stollen so, Mann. Und dann mit. Das ist krass. Das ist mit Orangenschale drin und den ganzen Scheiß. Und ganz viel Zucker, Puderzucker und. Sagt dir ein Semmel was? Also nicht als Brötchen, sondern so gebacken, sieht aus, ein bisschen aus wie Stollen, ist so ein Hefeteig, wo eigentlich drinnen nur Rosinen drin. Nee. Sagt mir nichts. Komisch. Sagt dir Stuten was? Das Gegenteil von Hengste? Nein. Weil das gibt es in Hannover zum Beispiel, so ein Semmel. Stuten. Es wird halt auch Stuten genannt und ich dachte von denen, das kennt man auch vielleicht hier, aber kennt man ja. Ja. Ja, meine Güte. Ne? Dann meine Güte! Ja, Folge 53? Ja. Verrückt. Wir sind Findest du mit Dirk und Klaus. Unter diesem Namen findet ihr uns auch auf iTunes oder welche Podcast-App ihr sonst so benutzt. YouTube, auch YouTube. Ich sag dir YouTube. Ich sag so ein bisschen wie Thomas Gottschalk. YouTube. Und Harald Schmidt sagt ja YouTube. Das ist, glaube ich, auch eine Rubrik bei uns im Podcast-Bingo. YouTube sagen wie Thomas Gottschalk. Und dann sagen, man hat es gesagt, wie Thomas Gottschalk. Habe ich eigentlich gesagt, dass uns Peter, ja, habe ich schon gesagt. Was? Na, aber immer, wenn ich irgendwas mit Peter sage, ja, ist klar, ich habe es letztes Mal schon gesagt. Also schreibt da endlich mal eine Frage, ob wir das dieses Jahr hinkriegen. Wie viele Fragen hatten wir letztes Jahr? Ein ganzes Jahr lang? Das Jahr ist ja schon halb rum. Wie viel hat Oskar letztes Jahr gestellt? Zwei kurze. Also eine war eine komplette Sendung und dann haben wir, ich glaube, bei der Sex-Sendung haben wir diese nach hinten fliegen und pupsen und nach vorne fliegen und irgendwie sowas war damals. Nach vorne fliegen und sehr langsam oder schnell nach hinten fliegen, irgendwie so. Ja. Oder was, nee, unsichtbar werden, wenn keiner hinschaut? Ja gut, das kann unsichtbar, ich. Unsichtbar werden, wenn du nackt bist. Ach, das... Irgendwie so. Das ist, ja. Ja. Ansonsten auch für nüsse@gmail.com, falls ihr uns mal eine ganz lange Liebes- oder Hate-Mail schreiben wollt. Oder an @fürnüssepod auf Twitter oder fürnüssepod.com. Ja. Wir sagen vielen Dank. Vergesst nicht, wenn ihr alles Süße genießt, generell nach dem Essen, lasst eine halbe Stunde Zeit vergehen, bevor die Zähne geputzt werden, damit sich der Säurespiegel im Mundraum ein bisschen beruhigen kann und ihr nicht euren Zahnschmelz abschrubbt. Außer ihr hasst euren Zahnschmelz. Ja, dann schrubbt ihr in die Dumm. Oder gebt ihm mal eine schöne mit Form. Mit der Schokolade im Mund. Ja, die Grand Canyons nachschrubben oder sowas. Das habe ich übrigens gehasst damals noch. Grand Canyons nachschrubben? Hatte ich damals nie. Aber auf Klassenfahrt, nach dem Zähneputzen gab es dann noch eine Schokolade von den, was die Lehrer verteilt haben, als Betthupfer. What? Ja, weiß ich auch nicht, was das sollte. Cool. Ja. Naja. Du hast es gehasst, weil du wusstest, dass es falsch ist, konntest es aber nicht formulieren. Das war ein anderes Zeichen. Gut, dann esse ich diesen Nougat, aber nur, weil sie wollen. Ich war halt erst in der 12. Klasse. Krass, Schule. Ja, damit krass, tschüss. Tschüss.